Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, ich habe ja gesagt, ich wollte heute gerne nochmal in den Keller, weil dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Wir haben doch den Schlüssel. Guck es dir doch an. Warte, hier. Ich glaube, dafür brauchen wir tatsächlich Schlange. Aber wann kommt Schlange denn wieder? Wo ist Schlange eigentlich? Da. Studiere den Schlüssel und öffne das Metalltor. Haben wir doch. Aber der kommt bei Grün wieder. Ach, der war gerade erst da. Okay. Auch gut. Ja, dann können wir uns ja schlafen legen, ne? Ich weiß auch immer nicht, wann Schlange wiederkommt. Also eine Zeit lang war er nicht bei Grün da. Also nicht nur bei Grün da, so rum. Dann kam er irgendwie nur nachts. Der kommt echt unregelmäßig, ne? Der hat nicht wirklich einen Rhythmus. Früher habe ich tatsächlich, als ich so die erste Runde gespielt habe, wusste ich ja noch nicht, dass es den Ruhestein gibt, bin ich tatsächlich mal hier lang gelaufen. Wesentlich kürzer als diesen langen Weg dort unten lang. So. Ah, warte mal. Wir müssen noch mal ein paar Sämereien kaufen. Das ist auch noch mal eine gute Idee. Und die kriegen wir tatsächlich hier unten, glaube ich, ne? Da ist der Bauernjunge. Da ist ein offenes Tor, da kommen wir aber nicht rein. Hier bei ihm auch einfach klauen? Nein. Können wir natürlich nicht. Wir sind halt ja auch sehr, also sehr korrekte Bürger sind wir, ne? Und der klauen wir ja auch nicht. Sowas würden wir ja niemals machen. Aber ich frage mich trotzdem, wo der Bauer ist. NPCs. Kapitän. Tja. Ein schlecht gelaunter Typ, immer müde von der Arbeit. Das ist ja nur sein Sohn, ne? Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein gehen. Okay. Ja. Ja, die Tür ist verschlossen. Dein Vater schläft, glaube ich, noch. Ich glaube, du kannst ruhig mal eine kleine Pause machen. Das fällt ihm gar nicht auf. Hier vorne ist auch nochmal Honig. Wird auch gerade. Können wir aber nicht ernten. Okay, sehr gut. Hier den Baum nehmen wir mal kurz mit, ne? Hat doch keiner was gegen, oder? Zack. Wir müssen ein bisschen gucken, wo wir bleiben mit unseren Baumstämmen, ne? So viele haben wir ja leider nicht davon. Aber ich denke mal, das wird nachher oben. Richtung Flüchtlingslager. Ich denke mal, dort werden wir nachher unser ganzes Holz produzieren. Und ich möchte gerne Karottensamen kaufen. Aber keiner möchte mir Karottensamen verkaufen. Zack. Haben sie alle Angst, dass ich mich nicht gut um die Karotten kümmere? Geerntet. So, wir könnten jetzt noch einmal wieder ansehen. Das war's dann aber auch langsam, ne? Ich meine, das ist relativ ergiebig, aber trotzdem würde ich gerne schon. Achso, Karotten, ja, den Rest habe ich ja in der Truhe gelassen. Der Kiste in der Küche. Weil Lebensmittel zu Lebensmittel und so. Karotten. Ich überlege, macht es überhaupt Sinn, den Esel zu rufen? Oder sollten wir erstmal Gräber, die wir dort haben, auf Vordermann bringen. Tja, das weiß ich gerade nicht. Weil, wenn der Esel nicht kommt, kann auch keine Leiche verderben. Also so einfach ist das, ne?
Aber ich würde auch gerne ein paar Leute ausbuddeln, wenn ich ehrlich bin. Den zum Beispiel. Der geht so. Also das, die hier, ne, ist ja quasi eine perfekte Leiche. Die hat keine einzige, keinen roten Schädel. Das ist perfekt. Was ich nur nicht verstehe ist, warum haben die hier 3 und 3, aber es gibt nur 5. 2, 3, 4, 5. Ah. Ah, okay. Was brauchen wir denn? 10. Also nicht brauchen wir, sondern haben wir 10. Die Hälfte davon macht das Gabi allein schon aus. Ah, okay. Also, wir nehmen mal das Holzkreuz und entnehmen die steinere Endumrandung. Dann würde ich den hier gerne exhumieren. Das wird teuer, ne? Das hier alles komplett auf Vordermann zu bringen. Also eine Exhumierungserlaubnis kostet richtig Geld, glaube ich, ne? 1 Silber 75. Wir haben einige gekauft. Und wie gesagt, ich würde den hier gerne ausbuddeln. Den nehmen wir mal mit. Können wir damit noch nachträglich irgendwas machen? Mal so eine ganz doofe Frage. Ach, tatsächlich. Können wir noch machen. So, wir können das Blut entfernen. Das Fett entfernen. Wie kriegen wir jetzt noch den einen roten da weg? Warte mal. Ich gucke mal im Internet. So, also. Ich habe tatsächlich hier einen Guide bei... Ja, bei Steam direkt gefunden. Und zwar geht es darum, dass man, auf jeden Fall schreiben die hier auch, immer, so wie wir das ja auch schon rausgefunden haben, Fett und Blut entfernen sollten. Blut war das, ne? Ja, genau, Blut und Fett. Sollte man auf jeden Fall immer entfernen. Schädel sollte man nicht unbedingt machen, weil... Das verwandelt auf jeden Fall einen weißen Schädel in einen roten Schädel. Haut sollte man auch nicht unbedingt machen. Genau, das ist nämlich das gleiche Problem. Wandelt einen weißen Schädel in einen roten Schädel. Knochen und Fleisch verringert die Gesamtzahl der Schädel, wenn sie entfernt werden. Beginnend mit weißen Schädeln. Es läuft zufällig ab, aber manchmal wird ein Schädel entfernt, ohne die Leichenwertung zu beeinflussen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, einen Schädel zu verlieren. Okay. Was aber hier steht, ist also Herz, Hirn und Eingeweide. 2 zufällige Schädel werden entfernt. Dabei ist es sowohl möglich, dass weiße als auch rote Schädel verschwinden. Es gibt 3 mögliche Ergebnisse. Wir haben jetzt noch einen roten Schädel. Die Sache ist, wenn wir hätten das da, ja, wir hätten das machen sollen, als wir noch 3 hatten. Gut. Ich nehme den, glaube ich, jetzt so. Hirn und Eingeweide. Hirn. Herz. Was ist eigentlich mit Fleisch? Das schreiben die hier gar nicht. Exhumierung kostet mehr als das, was du über ein Bestattungszertifikat verdienst. Aber es erlaubt dir, schlechte Autopsien zu reparieren und die Leichenbewertung zu verbessern. Auch die Beseitigung der Leiche per Verbrennung oder über den Fluss ist nach der Exhumierung möglich. Also hier schreibt er zu 3 roten Schädeln. Entferne zuerst das Herz. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zuerst das Herz entfernt haben. Nein, wir haben zuerst Blut und Fett entfernt. Wenn das 2 rote Schädel entfernt, kannst du den Schädel dann Blut und Fett für die perfekte Leiche entfernen. Wenn das Entfernen des Herzens nur einen roten Schädel entfernt, kannst du es erneut mit dem Hirn oder den Eingeweiden versuchen oder einfach das Fett und Blut entfernen. Denke daran, dass du das Spiel speichern und erneut versuchen kannst, also alternativ kannst du den Körper in den Fluss und werfen und verbrennen. Also, wir haben es natürlich jetzt ein bisschen verkackt. um das jetzt mal so zu sagen.
könnten natürlich jetzt noch das Herz entfernen. Würde ich das tun? Ich meine, alternativ würde ich die sonst jetzt eh in Fluss werfen. Vielleicht bringt das ja was. Nein. Weißt was? Nehmen wir mit. Zack. Voilà. Es regnet. Achso, ja, nee, den können wir ja auch verbrennen. Ist ja auch nicht so schlimm. Zack. Brennen. Ach, wir hätten dann lieber nochmal die Haut abziehen sollen, ne? Na ja, gut. Das hört sich echt brutal an. Jetzt haben wir da ein offenes Grab. Ist auch nicht schön, ne? Aber gut. Aber wir können ja gar nichts hier reinschmeißen, weil wir nichts haben. Das ist ja auch gut. Aber heute ist der Zauberer da, der Astrologe. Tagebuch des alten Wärters aus dem Keller. Die Sache ist nur, ich weiß nicht. Kann ich das einsammeln? Ja, bis auf das Salz. Also, wir können auf jeden Fall die Bestattungsurkunden verkaufen. So, hier können wir auch zack, alles dort reinschmeißen, genauso wie das und das. Den Schleifstein können wir auch dort reinmachen. Bestattungsurkunde, ja, okay. Schleifungspulver. Das ist eigentlich was für die Kirche nachher. So, hier können wir den Pilz reinmachen. Ach komm, den Ernteabfall schmeißen wir auch mal hier rein. Karotten. Wir holen uns noch keine neue Leiche. Wir sollten vielleicht erstmal den alten Friedhof auf Vordermann bringen. So, wir nutzen jetzt einmal den Stein, den Ruhestein. Verkaufen einmal kurz unsere beiden Bestattungsurkunden. Zack. Fleischpaket. Ich würde so gerne das Fleisch verkaufen, ne? So, wenn wir schon mal hier sind, was können wir denn noch alles anstellen? Also. Ja, finde einen Stempel und verkaufe Horatrix Fleisch. Würde ich gerne machen. Rosa, müssen wir auch nach dem Vampir fragen. Ist sie hier? Doch, ist sie das nicht hier oben? Nein, anscheinend nicht. Sie sieht doch genauso aus. Ah, nicht ganz. Bonson, Kratzwold, Wagenheim, K. Jorik. Geist mit Stimmungsschwankungen. Gutmütige und einfältige Gattin von Shepard. Wer war Shepard noch gleich? Kennen wir den schon? Ja. Ein einäugiger, einbeiniger, einarmiger Typ. Sieht ziemlich wüst aus. Das glaube ich tatsächlich. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, wo wir sie finden. Hier anscheinend nicht. Den Leuten dort können wir nicht reden. Er möchte Wein haben. Was wollt ihr eigentlich noch haben? Ach so, ein Pech nicht heute. Okay, dann halt nicht. So. Da ist unser Schmied, Kretzwold. Ja, von Kretzwold können wir das alles kaufen, brauchen wir aber gar nicht. Das haben wir alles zu Hause. Dann lass uns mal wieder kurz nach Hause, zack, reisen. Und ich möchte immer noch wissen, wie wir dort unten reinkommen, ne? Also wir haben ja doch den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel auf jeden Fall erforscht. Irgendwas
Dieses Gitter ist verschlossen. Das ist ja schön. Gut, mach den Weg frei. Eisenstücke, Holzbalken und Holzkeile. Einfache Eisenstücke waren 4. Ich glaube, die sollten wir noch haben. Ein Holzbalken. Also ich glaube, wir haben noch einfache Eisenstücke. Ja, super. Da fehlt einer. Machen wir noch mal ein paar. Ist ja nicht so schlimm. So, einen Holzbalken brauchen wir tatsächlich. Den nicht. Machen wir den hier. Holzkeile brauchen wir aber auf jeden Fall. Können wir das vielleicht mal frei machen und können wir da unten lang gehen? Ja. Oder halt auch nicht. Können wir den schon herstellen? Warte mal. Nein. Können wir nicht. Das ist ja ärgerlich. Okay. Gut. Dann packen wir das alles hier mal wieder in die Kiste rein. So. Ach, wir hätten sogar noch Holzkeile gehabt. Holzscheite. Okay. Holzreparaturwerkzeug, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das können wir, den können wir fällen. Ich würde ja hier gerne Apfelbäume hinmachen, ne? Ach, Moment mal, wir könnten vielleicht... Wir haben doch... Kochbuch. Tisch. Haben wir schon den Tisch? Nein. Da könnten wir aber das Kochbuch herstellen. Erstellen. Buchgebundenes Buch. Taschen. Och, Buch. Wir haben keinen Tisch, wo wir ein Buch herstellen könnten, ne? Aber wir könnten ein paar Fledermäuse niedermetzeln, quasi. Damit wir mal ein bisschen Leder bekommen. Für Papier. Oh, was da? So. Fledermausflügel. Nein! Ach du Schande, nein, 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 lass mich in Ruhe, bitte. Geh. Ach, Herr Jemine, ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass wir so wenig Energie haben. Können wir nicht die Energie auch auffüllen mit... Wenn wir das jetzt essen, können wir das essen. Es bringt nur 5 Stück. 5 Energie? Das ist ja gar nichts. So, wir machen mal hier halbe Energie. Ich hoffe, dass dann... Ja, die Fledermäuse sollten noch da sein. Den roten Punkt sammeln wir nochmal eben ein. So. Hallo Fledermäuse. Hier noch da? Oder anscheinend doch nicht. Okay. Ja, anscheinend doch nicht. Warum kannst du es nicht entfernen? Wir konnten doch bisher alles entfernen. Gut, dann nehmen wir aber den nochmal. Oh, 2 Stück. Nehmen wir das nochmal mit hier. Ich sag ja, wir müssten mal gucken, ob es sich auf kurz oder lang lohnt, komplett auf Fledermäuse umzusteigen und nicht auf Menschenhaut. Das hört sich so makaber an. Ja. Wir holen nochmal diesen einen Holzblock dort hinten. Okay.
einmal hier durch den Sumpf gestiefelt. Hierher, zack, reingelegt. So, dann lass uns nochmal schnell eine Runde schlafen gehen. Eine Predigt müssen wir auch noch halten. Das machen wir aber nächste Folge. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ich sag tschüss.